Die Nüchternheit gleicht der Jakobsleiter, an deren Spitze Gott steht und auf der die Engel auf- und niedersteigen. Eine kleine, liebe Schwestern und Brüder, der vielen Stimmen der Väter, vor allen Dingen der Mönchsväter, die einen Vers aus unserer Lesung, aus unserem Abschnitt immer wieder bedacht haben. Kann es wirklich möglich sein, dass der Mensch einen Weg findet, zu Gott zu gelangen? Sicheren Weges. Und immer war es das Bild jener Leiter, die Jakob im Traum geschaut hat. Und immer gibt es Stufen auf dieser Leiter. Einer der ganz großen Väter erhält sogar seinen Namen von dieser Leiter, Johannes Klimakos. Johannes, der von der Leiter, weil er in einer bedeutenden Schrift eine ganze Stufenentwicklung zeichnet. Und der Mönchsvater, den wir morgen feiern, der für uns im Westen so wichtig ist, Benedikt, hat noch ein großes Kapitel über die Stufen der Demut. Hinter all diesen Vorstellungen, hinter all diesen Lehren steckt jener Traum, von dem wir heute hören. Und es ist kein Traum geblieben. Wir setzen das heute als so selbstverständlich voraus, dass wir mit Gott auf Du und Du wohnen. Dann kommen dann so schnelle Sätze, Gott ist überall. Und wir können zu Gott reden, immer, wann immer wir wollen. Daran ist zunächst nichts Falsches. Aber was wir dabei verlieren, ist die Scheu, besser gesagt die Ehrfurcht, die sich in solchen Lehren spiegelt, dass die Annäherung an Gott Stufen braucht und Stufen hat, dass man sozusagen nicht einfach Gott vor die Füße stolpern kann, es sei denn, Gott nähert sich uns. Aber hier geht es darum, weil diese Leiter auf der Erde steht, dass wir uns Gott nähern. Gott ist frei, wann und wie immer er sich uns nahen will. Aber wie kommen wir zu Gott? Wodurch kommen wir zu Gott? Diese Selbstverständlichkeit sollten wir uns gründlich abgewöhnen. Die Lehre der Väter gilt auch heute, dass wir Schritt für Schritt gehen müssen, dass wir Schritt für Schritt die Ehrfurcht zu lernen haben und dass man, wie die Väter das auch sagen, auf dieser Leiter abstürzen kann, vor allen Dingen, wenn man meint, man sei schon ganz oben. Wenn wir diesen Traum des Jakob heute neu hören, dann sollten wir uns daran erinnern und dies mitnehmen. Offen zu bleiben dafür, wie Gott sich uns nähert. Aber auch alle Mühe daran zu setzen, Schritt für Schritt, Stufe für Stufe zu gehen, damit wir von unserer Seite Gott nahe kommen können, in aller Ehrfurcht.